Weil wir für die Arche ja irgendwie auch noch einen Haufen Kram brauchen. Bin ich auch mal gespannt. Nicht kaputt hauen, alles klar. Das Hauptkraftwerk. So, okay, da haben wir also hier ein lustiges Rätsel. Bretter, das ist ja richtig heiß. Oh, da hinten können wir was ausgraben. Das machen wir zuerst natürlich mal, bevor wir es vergessen. Goldbarren? Goldbarren? Machen wir denn mit Goldbarren? Naja, finden wir raus. Ah, sehr gut. Okay. Tödliche Frequenz. Kriegen wir die Mana-Perlen eigentlich noch her? Jetzt können wir durch die Fernreise jederzeit wieder hierher kommen. Oder einfacher hierher kommen. Ja gut, okay, scheint schon alles aktiv zu sein, also. Komm, wenn hier kein Stahl drin ist. Eisen. Viel, viel Eisen, okay, aber. Naja. Aber gut, so Panzersperren wurden ja auch nur aus Eisen gemacht. Ich meine, was soll's, ne? Aus Stahl. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es keine Rezepte für Glas gibt. Aber wir auch fast alles dann eigentlich mit Keramik machen.
Schon mit dem entsprechenden Werkzeug kann man alles ausschachten. Der Mechanikus zeigt dir, wie es geht. Frage ist, was gibt's hier oben, ne? Anti-Crown, okay, hier haben sie wahrscheinlich Rebellen versammelt. Laborschutzbrille. Not fond of recording myself, but a mandate is a mandate. I'm currently working as a project manager at the Nona Complex. At present, I have two projects, both related to the utilization of mana. The more promising one is the power transfer system that's in limited deployment. As for the so-called beam gun, it seems like a waste of time to me. Project Manager Jonas South. Eine Strahlenkanone. Forschungszentrum, drei Schwestern, Mitarbeiter, Einführungsschulung. Drei Schwestern. Und hier gibt es einen Bunker. Nice. Ist die Frage, ob wir den auch erst wieder säubern müssen. Multebeere. Okay. Hier gibt es also noch mal ein paar neue Sachen zu finden. Wir haben den Komplex Schutz gesucht, aber ich bin nicht sicher, ob wir nicht bisher der anderen Gruppe nach Collingwood gefolgt wären. Hier steht nichts Interessantes für uns.
Hey, dann würde ich mich zwar gar nicht. Was ist denn wieder die falsche Taste gedrückt? Aber hey. Das ist gut. Was haben wir hier? Das Gold, das wir in der Herstellung des Prototypen brauchen, scheint immer noch im östlichen Teil des Zugangs nur in dem Bereich festzustecken. Der Prototyp der Strahlenkanone hat die ersten Sicherungstests bestanden, dank der Schusswaffe ist. Also zielt damit nicht auf Leute. Ich noch Mana-Perlen. Oh, das Gold hätte ich. Klar, ich könnte jetzt die tödliche Frequenz reinmachen und das schnell zusammensammeln. Aber ich denke mal, wir finden bestimmt so auch nochmal ein bisschen Mana. Mana, Mana. LKWs kann ich eigentlich zerlegen, alles klar. Oh, no, oh. Ja gut, Gold wäre jetzt also nicht das Problem gewesen, ich verstehe. Danke, Spiel. Danke für den Hinweis. Diese Stoffschränke. Eigentlich, das könnte man ja implizieren als, ja, da war halt Kleidung drin. Wieso geht das denn auf einmal? Wieso kann ich die jetzt auf einmal so einfach so easy cheesy bewegen? Verstehe ich nicht. Bei den Armen bin ich auch dagegen gelaufen und es ist nichts passiert. Aber gut, es ist auch nirgendwo Saft drauf, also. Die Frage ist, wie kriegen wir Saft auf die Dinger? Lass mich raten, mit der Strahlenkanone. Zum Hänger geht das? Jetzt. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay,
Okay, das konnte ich nicht bewegen, weil wir es im Weg waren. Verstehe ich. Na gut, wenn wir die Strahlenkanone brauchen, komme ich ja nicht ohnehin, die tödliche Frequenz zu aktivieren. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt noch Mana herbeziehen sollte. Und wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist jetzt, achso, ne, Quatsch. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist... Ja? Ich könnte es doch nicht machen. Oh, Entschuldigung. Na gut, dann aktivieren wir mal die tödliche Frequenz, sammeln noch ein bisschen Mana und dann machen wir die Strahlenkanone und dann gucken wir mal, ob wir mit der weiterkommen. Wenn nicht, ist auch egal. So, dann setzen wir uns hier ans Campfire, schlabber die Nudel. Und dann geht's weiter, hoffe ich. So, Schlafzimmermobiliar. Aber oh, es geht. Nicht dein Ernst. Oh, das ist doof.